Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Planet Crafter mit eurem Zausel. Und wir sind, wie ihr schon seht, hier, wo wir diese neuartigen Sachen gefunden haben. Unsere heutige Aufgabe, oder besser gesagt, unsere heutige Mission, ist mal wieder ein bisschen weiter den Planeten zu erkunden. Habe ich mir gedacht, weil... Mal gucken, mal schauen, ob wir noch irgendwas finden. Wäre doch schön, wenn wir noch irgendwo was finden, oder? Ich habe mich vollgepackt und... Okay. Mission fängt doch eher an als gedacht. Wieso steht ein Bohrer? Warum sind da Gebäude? Kann ich abbauen? Oder da? Okay, nehmen wir mal mit. Okay, anscheinend haben da schon einige doch mal was versucht. Beziehungsweise die, die ja noch gestrandet sind, haben was versucht. Okay, wir müssten mal... Titan, Silizium, Lithium, warte mal, Titan, Eisen... Das kann man ja wegmachen. Jetzt brauchen wir nur noch die Titan. Irgendwelche so komische. Oh Leute, ernsthaft? Wäre doch wahnsinnig. Bienenstock. Was? Nimm die 80 Tonnen zusammen? Oh mein Gott. Ging jetzt doch schneller als gedacht. Mann, ich brauche noch Titan. Wo ist hier Titan? Titanic. Nee, falsch. Da ist Titan. Okay. Nochmal Luft tanken. Okay. Nee, warte mal. Wir müssen ja... irgendwie. Da haben wir auch nochmal Eisen. Das nehmen wir nicht, das. Wobei, eigentlich. Komm. Da ist drauf. So, hier geht es anscheinend wieder runter. Oh, Nachricht lesen. Nun, ich hatte keine allzu hohe Erwartungen, aber dass der Landeplatz so schlecht ausfallen würde, habe ich nicht erwartet. Dennoch sehe ich keinen Grund, warum ich nicht diesen großen Felsen terraformieren können soll. Ich weiß mehr als genug über das Vorgehen, um es zu schaffen. Schließlich ist alles, was ich tun muss, den Schritt zu folgen, auf gutes Wetter und nicht zu viel Meteore zu hoffen. So schwer kann es doch nicht sein. 3055. Ey, das ist eigentlich gar nicht mal so lange her. Den nehmen wir mit. Komischen Pflanzen lasse ich da. Ja klar. Noch eine Nachricht. Es war schwieriger als erwartet. Die Atmosphäre giftig und die Samen wachsen nicht wirklich unter der Erde. Meine Berechnungen zufolge sollte die Position dieses Planeten optimal sein, um ihn etwa 2 Jahre zu terraformieren. Bis dahin muss ich einfach überleben. Okay. Eine Stufe runter. Dank.
Wir trinken was, wir essen was. Das nehmen wir mit. Hier 300. Wie viel lassen wir mal jetzt da? Um Stäbe brauche ich. Bett. Hier kann man Dinger, okay. Was haben wir hier? Und wo bitte soll ich auf diesem Planeten mehr Iridium finden? Ich habe überall gesucht, hier ist nur Eis. Ich muss unbedingt wenigstens ein bisschen Iridium finden, damit ich den Planeten aufwärmen kann. Alles draußen gefriert, ich muss schlafen, morgen wird's besser. Diese Strafe für ein kleines Vergehen ist unmenschlich. Das habe ich nicht verdient. Auf die Tür. Ach nein. Ernsthaft? Noch mehr Kisten? Mutagen. Nehmen wir mit. Nein. Bringen wir mal das kurz dahin, das ja. Da geht's noch weiter runter. Okay. So. Nee, das ist ja nicht meine Kiste. Ich habe ja auch keine Kiste gebaut. Sag mal, irgendwo muss es doch da einen kurzen Weg geben zu meiner Hütte, oder? Mal gucken. Wegen ein kleines Vergehen. Ah ja, genau. Da ist der Höhleneingang. Müsste hier hinten meine Hütte sein. Da steht sie. Gut. Da packen wir jetzt unser ganzes Zeug wieder rein. So, zack. Zack. Meist uns darüber gefreut, was wir alles gefunden haben und bla. Und dann ist nicht weit von unserer Hütte, was wir gebaut haben, ein Stützpunkt gewesen. Und ihr habt es bestimmt alle gewusst. Ihr habt euch bestimmt alle gedacht, ey, da ist ein Stützpunkt. So. Mit. Mit. Genau, und da ist. Das müssen wir irgendwann holen. Warte mal, da war doch noch was. Da ging es doch noch mal runter. Ich habe keine Türen. Ja. Nachricht lesen. Willkommen auf diesem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Das erzeugen. Ja, ja, ja. Okay. Hat er denn es aufgehängt? Okay. Gut. Er ist langsam am Durchdrehen. Er ist wirklich langsam am Durchdrehen. Sag mal, ihr habt mich zum Sterben hierher geschickt. Ihr wusstet von
von vornherein, dass es unmöglich ist. Es kümmert euch aber auch nicht. Schließlich ist es alles, worum ihr euch sorgt, der Profit und die Besiedlung neuer Welten. Wer auch immer dachte, dass hier wäre eine gute Idee, fahrt zur Hölle. Vergebung war nie eure Absicht. Seid verflucht. Sentinel Coop 56. Ja, was haben wir denn da Schönes? Das nehmen wir mit. Das. Okay. Er hat ja. Ja. Gut. Aber er muss ja eigentlich mit uns da auch sein. Noch irgendwo was? Mahnung, Sauerstoff niedrig. Okay. Ich weiß nicht, warum der. Wie das alles so hell ist. Schau mal den Stein hier hoch. Um uns ein wenig einen Überblick zu verschaffen. Wasser. Da haben wir eine Basis, da haben wir überall haben wir so ein kleine Knöppel hingebaut. Okay. Dann gucken wir doch noch mal hier entlang. Ich hab ne Kiste. Und die ist leer. Das heißt, hier waren wir schon. So, dich nehme ich mit. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, guckt mal. Eine Larve. Wieso kann ich? Verwende sie in den Inkubator, um neue Arten zu erschaffen. Oh, cool. Ja, klar. Warum denn nicht? Dann nehmen wir doch den kleinen Zwergi mal mit. Da ist noch einer. Okay, ab zum Gebäude. Noch einer. Das andere war eine andere Art. Das machen wir. Super Legion. Okay, jetzt sind wir voll. Okay, gut. Okay. Wir haben Würmer gefunden. Ist das nicht schön? Jetzt gehen wir mal da rein. Banken nochmal auf. So, jetzt können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Nehmen zwei von denen nochmal mit. Die können wir da lassen, weil die brauchen wir vorerst mal nicht. Eisen? Guck mal, so viel Eisen. Wir brauchen das alles. Oh, wir nehmen Iridiumstäbe mit und das da. So. Hey, das Abenteuer war wegen recht kurz. Ich glaube, wir haben auch ehrlich gesagt nicht mehr viel zu erkunden, ne? Das meiste haben wir schon alles erkundet. Wir warten im Prinzip eigentlich nur noch auf den auf 5 GTI, also Terraformer Index, um dann unsere Mission fortzuführen, wo wir pausiert haben. Wo wir nicht weitergekommen sind, weil alles nämlich noch vereist war.
Warte mal, war das... War das jetzt GTI oder war das jetzt Wärme? Das muss doch Wärme sein. Ich glaube, das verwechsel ich gerade. Ja, wir brauchen doch Wärme. So, wir sind wieder zu Hause. Und können einen neuen Reaktor bauen. Oh, verkehrt. Iridiumstäbe können wir hier da hinten rein. Oh. So, wir haben Würmchen. Wir haben Würmchen. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Würmchen jetzt machen soll. Gut, jetzt im Moment eigentlich noch gar nichts, weil wir brauchen ja den Inkubator. Was ist das? So, rein damit. Zack, 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 zack. Okay, gucken wir doch nochmal. Nochmal Wärme. Was haben wir jetzt Wärme? Wärme haben wir jetzt 2,88 MK. Der Meinung, irgendwas mit G war das. Ich bin mir nicht mal. Da war das 5 MK? Ach, schauen wir nochmal. Gucken wir doch nochmal hin. Schon wieder so lange her. Hey. Oh mein Gott. Ich liebe diese Animationen von dem Charakter, ey. Ich liebe sie einfach nur. Wollte schon immer so einen Charakter haben. Animes sind halt echt cool. Naja, die folge ich immer noch in die Ecke. So, jetzt tun wir hier nochmal Luft schnappen. Haben wir den eigentlich leer gemacht? Da wird bestimmt wieder bloß, ne? Einmal Luft schnappen. Und dann gucken wir uns das hier hinten nochmal an. Da, 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 da. Ich weiß nicht mehr, was wir dazu gebraucht haben an Wärme. Pass auf, am Schluss ist es schon offen. Weißt du? Ich finde die eine Höhle, was die uns gesagt hat, finde ich einfach nicht. Ah, das war schon cool, ey. Weißt du, hier reingestopft, ey, da ging der Felsen weg. Einfach geile Tarnung. Und Scheiße. Es ist offen. Kacke. Okay. Oh, ich kann nicht mehr fliegen. Okay, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Antikes Paradies. Oh mein Gott. Hallo? Charakter? Mein Charakter steht. Jetzt. Irgendwas stimmt mit meinem Charakter gerade nicht. Muss ich mal kurz gucken. So. Was haben wir denn da?
Jedenfalls schaut es nicht schlecht aus. Okay, mein PC ist gerade ein bisschen am Abkacken. Dann würde ich mal sagen, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break. Und ja, eine kurze Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüssi. Ein Scheiß, aber...